Moin und herzlich willkommen im HSV Netradio, präsentiert von der Telekom. Da heißen wir euch hier herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 21. Oktober. Nachholspielzeit, 17 Tage nach dem eigentlich vorgesehenen Termin, findet es doch dann tatsächlich statt. Jetzt die Chance von Lache und Tor! Da geht's ganz schnell und es ist Manuel Winzheimer, 1:0. Für den HSV. Oh, Kittel mit der Hacke in den Lauf von Nare. Rizzuto kommt nicht hinterher und dann Nare in den 5-Meter-Raum scharf gespielt. Und da muss Winzheimer ja eigentlich nur noch über die Linie drücken, aber da muss man natürlich auch erstmal stehen. Manuel Winzheimer macht sein zweites Saisontor. Jetzt aber gut dazwischen gegangen über Winzheimer. Winzheimer kann den Ball kontrollieren, entscheidet sich nicht hinzufallen. Behält den Ball, nochmal abgelegt auf Kittel. Tor! Tor für den HSV! Gut, dass er da nicht hingefallen ist. Der Winzheimer hat da kurz überlegt. Lass ihn mich fallen. Und dann hat er gedacht, nee, ich lege ihn lieber vor. Für Sonny Kittel. Und der schweißt ihn mit links ein, rechts unten ins Eck. Auf jeden Fall steht er da mit Sonny Kittel am Ball. Hand mit links oder Kittel mit rechts. Hand über die Mauer rüber. Ah, die Frust an! Nachschuss! Tor! Tor! Kallet, Nare, der Freistoß von Aaron Hand geht an den Pfosten. Mennel, glaube ich, auch noch mit den Fingern dran, aber den Abpraller nimmt Nare direkt. Und so schnell ist dann auch Mennel nicht wieder oben. Aus 6 Metern. Und das pfeift auf die Sekunde genau ab. Und der HSV, der grüßt von der Tabellenspitze nach dem Sieg. 4 Spiele, 4 Siege. 12 Punkte.